Liebe Leute, ich bin der Moller Richard und komme aus dem östlichen Echerland, aus dem Dorf Plachtin bei Netschetting. Und ich bin der letzte Autor, der noch in Echerland im Mundart schreiben kann und will eigentlich wo es viel lesen. Der Text, wo ich jetzt viel lesen will, den habe ich auch vor 8 Jahren geschrieben. Ich bin gern daheim, sitze mich auf meinem Bankel von meinem Häusl und ein wenig spekulieren. Und da ist auch dieser Text entstanden. So recht heimat. Es ist Anfang Mai 2012. Von meiner Arbeit habe ich mir Urlaub angeordnet und deswegen sitze ich daheim am Bankel unter meinen Fechten. Die Sonne scheint so schön auf mein Häusl, aber ich sitze schön im Schatten. Die Augen haben schon ihre Nahrung gekriegt und ich denke noch, wie ich meine Heimat noch besser genießen könnte. Jeder Mensch hat 5 Sinne. Sehkraft, Geschmackssinn, Geruchssinn, Tastsinn und Hörsinn. Weil schon die Augen genug gekriegt haben, habe ich so viel mitgedacht, wer recht eigentlich heimat. Da habe ich halt Augen zugemacht und habe angefangen zum Rechen. Das erste, was mir gleich angefallen ist, war Geruch des frisch gemähten Grases. Auf einmal war die Kinderzeit wieder da und der Hof von meiner Wabe, was ich meine seelische Tata gemacht hat. Als nächster Geruch ist der von den Baumrinden gekommen. Wenn die Sonne auf einem Baum scheint, wird Baumharz weicher und sein Geruch ist einer der schönsten im Leben. Bei ihm bin ich wieder in meine Kundenzeit zurück. Auf einmal rieche ich einen Schauf. Die riechen so nicht so schön wie Harz, aber die Kundenzeit ist fein wieder drinnen. Immer nur angeschlossen höre ich auf einmal ein Traktor vorbeifahren. Und gleich danach nimmt meine Nosen einen wunderschönen Geruch von verbrannten Diesel auf. Ich war wieder in meiner Kungezeit, als ich zum Erdäpfeleinsatz gefahren bin. In diesem Augenblick bin ich fast eingeschlafen. Aber was kommt da auf einmal? Ein Geruch von der Knoblauchzuppen, was man weit zum Mittagessen gekocht hat. Ich werde wach und in der Gegenwart zurück. War das ohne Tschech, das ganze Leben nur mit der Nosen rumzufliegen?